Guten Morgen, ihr Lieben. Wow, die Sonne scheint. Nicht machen. Nein, ich will, dass ich nicht mehr rede. ja, wir haben gerade vor, die Couch wegzupacken. Ja, und dann kommt hier der Tisch mit den Stühlen hin und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Das muss alles erstmal auf die hier und dann, also auf die Wiese und dann wird das Ganze in die Garage geparkt bis zum nächsten Sommer. Ja, aber auch nur, wenn du mit deinen Füßen drauf gehst. Hast du Zeit drauf? Nö. Okay. Du gehst rein und machst von innen auf und ich hole ihn raus. Unser neuer Tisch, Katrin, ist... So. Ist hier draußen. Das hier ist unser neuer Tisch und den muss ich jetzt hier aufbauen. Da-da-dam. Da-da-da-dam. Ja Leute, was soll ich sagen? Sieht doch schick aus. Ein Stuhl fehlt jetzt noch. Oh, über uns fliegt gerade ein Heli. Ein Stuhl fehlt jetzt noch. Aber das hier sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Jetzt haben wir gesagt, die Pflanze kommt jetzt tatsächlich noch da. Da kommt der Grill jetzt hin. Und da kommt noch eine kleine Pflanze hin. Und dann haben wir das Ganze hier schön gewuppt. Die hier kommt jetzt erstmal in die Garage, wird da gut abgedeckt, weil wir haben was Besonderes ja nebenan im Grundstück vor. Wir werden da eine eingelassene, also wir werden eine Vertiefung machen, wo das Sofa dann praktisch reingesetzt wird. Oha, warum? Was hast du gemacht? Ich hab nur geschoben. Oh. Junge, dein Ernst? Warum kannst du nicht eine Sekunde warten? Ich dachte jetzt so, oh. Ja, dauert das zu lang. Der Kleine kommt gleich von der Betreuung. Ja, aber trotzdem ist das uncool, ob du jetzt... Also ich finde es gerade uncool, dass du das gemacht hast. Es geht zwar komplett weg, aber ist trotzdem nicht so geil. Was sagen? Was hast du? Ja, aber trotzdem ist das nicht geil. Ja, glaubst du, wir tragen das? Nee, ist halt schweineschwer, ne? Aber gut, okay. So sieht's aus. Ja, die hier müssen wir auch noch abdecken, weil sonnen werden wir uns nicht mehr, auch wenn die Sonne scheint. Sauber machen und dann abdecken. Ja, aber es ist kalt. Wir haben 16 Grad, deswegen Pulli. So, ich habe jetzt mal ein paar Weintrauben geerntet. Wir könnten eigentlich noch 5 von den Dingern voll machen. Hier sind überall noch Trauben, aber es sind auch sehr viele Bienen und Wespen dran, deswegen ich komme jetzt gar nicht an alle dran. Aber ja. Die werde ich jetzt erstmal waschen und dann können wir ein paar Trauben ampfen. Ich gebe mal wahrscheinlich auch ein paar noch unseren Nachbarn, weil so viele schaffen wir nicht. So, wir haben jetzt hier mal alles reingeladen und zwar sind hier nämlich die Möbel für Tobi drin, für seine schnieke Terrasse und die bringen wir jetzt mal nach oben. Tudu! Leute, ich bin einfach eingepennt gerade. Auch nicht schlecht. Lien ist kurz wach geworden. Wir haben oben was gemacht noch am Balkon und ich bin einfach voll eingeschlafen. Ciao, Kakao. Ja, Mama hat mich jetzt schlafen lassen eine halbe Stunde. Total lieb. Und ich mache jetzt schnell Waffelteig.
Und Mama holt kurz mit Lien Kirschen, dann können wir heiße Kirschen noch dazu machen. Und ja, ich blende euch hier mal das Waffelrezept ein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie gerne nachmachen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, Pancakes, Waffeln, whatever, wollt ihr das Rezept, deswegen hier immer das Rezept für euch. Und ja, alles zusammenrühren und meistens mache ich es so, wenn ich irgendwie Pancakes oder Waffeln mache, ich mache zuerst einmal die Eier, die schlage ich immer super auf, dann kommt immer ein bisschen Zucker, Vanillezucker und so ein bisschen Vanillesirup rein und danach eigentlich die trockenen Sachen, also Mehl, Backpulver und dann halt zum Schluss Milch. So, ja, das mache ich jetzt, ne? Und dann gibt es lecker Waffeln mit heißen Kirschen und dann müssen wir hier noch ein bisschen produktiv sein, weil ich habe jetzt zwar nur 40 Minuten Powernap gemacht, aber sowas killt manchmal ganz schön den Tag. Ein seltsamer Vlog. Das hier, was ihr gerade seht, ist jetzt gerade brandaktuell. Ich habe gerade den Vlog geschnitten und gestern war dasselbe schon und heute schon wieder. Jedes Mal haben wir gerade im Moment echt einen Struggle, Lien ins Bett zu kriegen. Und ja, wir haben jetzt gerade kurz vor 22 Uhr, ich habe den Vlog soweit geschnitten. Gestern hatten wir genau dasselbe Thema. Wir waren eigentlich dran, also haben noch voll viel produziert und haben uns dafür Zeit genommen. Eigentlich wollte ich abends noch schön mit Tobi vloggen, aber es hat einfach nicht geklappt. Deswegen ist der Vlog einfach so, wie er heute ist. Und ja, heute ist es jetzt einfach auch wieder so. Ich wollte eigentlich den Vlog auch schon längst geschnitten haben, aber ja, wir haben halt einfach gerade im Moment diese Phase. Genau, also es spielt einfach gerade im Moment nicht in unsere Karten, dass der Kleine gerade eine kleine Umstellung durchmacht, wodurch er einfach andere Gewohnheiten aktuell an den Tag legt, wie es mit Bett gehen und sowas aussieht. Und zum anderen haben wir beruflich auch noch gerade sehr, sehr viel zu tun. Ja. Also wie ihr seht, ich bin gerade aktuell sehr viel unterwegs und das macht die ganze Sache einfach auch nicht besser, weil ich kann in dem Moment einfach für Maren keine Stütze sein. Ich kann das nur mental und ihr auch sagen, wie toll sie das macht und das macht sie auch wunderbar, aber das hilft ihr in der Situation einfach nicht, wenn sie mit dem Kleinen alleine ist. Sie ist nicht überfordert mit der Situation, aber ich merke, dass zwischen Arbeit und Kind sie einfach an ihre Grenzen stößt, was, denke ich, einfach halt menschlich ist. Ja. Und, also ich stoße noch nicht mal meine Grenzen, sondern ich verstehe es halt gerade im Moment nicht. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich wollte es einfach nur mal kurz erklären, wieso der Vlog heute so ist, wie er ist. Und deswegen an dieser Stelle hoffe ich trotzdem, dass es euch gefällt. Es läuft halt manchmal nicht so, wie es sein soll oder wie man es sich am liebsten wünscht. Aber nichtsdestotrotz, genau, hoffen wir, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Fühlt euch geknutscht, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder.